Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu mir. Zu mir sage ich schon, ja, hier auf dem Kanal mit Türchen 21. Es ist heute sogar der 21. Ich nehme jetzt auf und ich habe es gestern nicht geschafft. Tut mir leid, wenn meine Stimme nicht so gut ist. Ich bin ein bisschen kränklich. Wir versuchen aber trotzdem unser Bestes. Bevor das Video jetzt losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Wir haben ja schon den 21. Bald ist es soweit. Bald müssen wir am 24. aufmachen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr jetzt einfach schnell in die Kommentare schreibt, bald ist es soweit, ohne Hashtag und einmal das Video mit einem Däumchen bewertet. Würde ich mich sehr darüber freuen, würde mir sehr helfen, meine Freunde. Zumindest wenn euch die Videos von mir gefallen, dann ist das ja eine geile Sache. So, gucken wir mal rein. Wir müssen heute 10 aktive Plots, eine Truhe mit einer Geschenk meiner Wahl. Das ist von Santa Horst. Okay, Mensch, pass auf, da habe ich eine Idee, da habe ich eine richtig gute Idee. Jetzt an der Stelle Hashtag Werbung. Ist gestern tatsächlich nämlich unser Winter-Loot-Crate-Sale gestartet. Also es gibt jetzt Weihnacht-Loot-Crates und ich würde jetzt einfach davon ein paar nehmen, weil ich habe hier zwar schon 3 Items mir ins Inventar gelegt, aber das ist ja langweilig. Dann nehmen wir doch lieber Sachen, die aus den Loot-Crates sind, aus den Weihnachts-Loot-Crates und verschenken die. So, 10 Stück. Jetzt haben wir wieder das Problem wie immer, ne? Wie machen wir denn das? Nee, dann verschenken wir 12. Dann mache ich 3 pro City-Build, weil 10 kann ich nicht auf 3 aufteilen. Das hatten wir schon mal das Thema, ne? Dann machen wir das jetzt, dann würde ich sagen, ich habe gestern schon ein paar aufgemacht im Stream. Wie gesagt, hier Hashtag Werbung für meinen Shop. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt einfach mal schnell 12 Kisten hole und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe extra eins mehr genommen, weil das ist blöd mit dem Gutschein. Die Sachen können wir jetzt schön verteilen und ich würde sagen immer 3 Stück pro City-Build. Ne? Also nehmen wir mal die 3, dann die 3 und dann habe ich schon mir gedacht, von denen suchen wir uns dann noch was aus. Also immer 3 pro City-Build und so machen wir das jetzt einfach, anstatt also 10 Kisten alle auf Hopfen oder so verteilen, ist doof. Wir fangen auf Hopfen an, genau. Ja, tut mir leid, wenn ich mich verspreche, ein bisschen gedrückt. Ich habe ganz dolle Bauchaua. Es ist, wie gesagt, auch heute schon der 21. Ihr wisst, normalerweise nehme ich einen Tag vorher auf. Jetzt muss mein Cutter ganz schnell sich beeilen. Danke, lieber Cutter, dass du dich noch schnell beeilst. Und ich würde gar nicht so viel Zeit verlieren. Auf geht's. Direkt beim ersten. Es hieß aktive Plots. Hellfox ist da. Also aktive Plots haben wir hier erreicht. So, jetzt muss ich eine Kiste machen und ein Schild an die Kiste. So, das machen wir jetzt bei jedem. So, dass er sieht. Oh, das ist aber ein schickes Wohnzimmer. Boah, das ist ja richtig schick hier. Also muss ich sagen, da hat sich einer Mühe gegeben. Leck mich am... Wir. Der hat's verdient. Pass auf, wenn der so gut dekoriert, dann passt diese Kiste. Pass auf, dann kriegt er die Kiste auch von mir. Die sieht ja richtig nice aus. Und zwar sind hier, ihr seht schon, Köpfe drin. Eine Lego-Burg, Pokerships. Wir haben uns das gestern im Stream zusammen angeguckt. Und auch ein cooles Auto, also mehrere. Also hier passt es, dass er eine Kiste mit dekorativen Köpfen kriegt. Das passt perfekt. So, von Santa Horst. Hier auf Fuß. Fest, schreiben wir mal. Frohes Fest ist ja jetzt auch bald soweit. Da kann er auch gerne erst am 24. aufmachen. Viel Spaß damit, mein Lieber. Viel Spaß, Hellfox. Ich gehe zum nächsten. Oh, hier ist ja aber auch... Oh mein Gott, wo ist denn hier gelandet? Viking Valley beim Old Werewolf. Ja, der ist auch scheinbar hier. Sehr schön. Der baut gerade eine Karte. Das passt ganz gut. Dann kriegst du jetzt auch noch was vom Santa Horst. Von Santa Horst. So, auch frohes Fest an dich. Frohes Fest. Jetzt muss ich mal gucken. Was kriegt der? Der kriegt Nikolausschuhe. Milch, Weihnachtskekse, Marzipan. Das hat doch... Genau, da sind nämlich auch ganz viele Köpfe drin. Und wie wir sehen, hat die Ohrwärmer. Das ist zwar Sammelitem, müssen wir mal gucken. Bitte schön, weil der hat ja... Guck mal, der sammelt Köpfe, da passt der perfekt. Super, viel Spaß damit. Gehen wir direkt zum nächsten. Guck, da freut er sich auch. Und, jetzt fahre ich hier runter. Jetzt sind wir schon wieder beim Hellfox. Nee, das können wir nicht machen, Hellfox. Dazu tut mir leid. Das machen wir nicht, das wäre unfair. Hier sind wir bei Ranghold ist auch sein Plot. Sehr schön. Ranghold macht hier ein bisschen was auf Neta. Ich würde sagen, kriegt er vom... Oh Gott. Frohes Fest. Oh, nicht Gest. Fest, meine Freunde. Frohes Fest. So, und jetzt hier. Zack. Was kriegst du? Guck mal, du kriegst Glatteisgefahr. Das passt nämlich perfekt zum Neta, würde ich sagen.
Perfekt, oder? So, dann sind wir die drei hier los. Wir gehen direkt auf Malz. Da müssen wir jetzt auch drei Stück. Und hier wird es jetzt natürlich interessant, weil hier sind weniger Spieler und auf Gerste noch weniger. Das heißt, wenn ihr auf Malz oder Gerste spielt, habt ihr immer eine höhere Chance von mir, was zu bekommen, als auf Hopfen, weil auf Hopfen einfach mehr Leute sind. Also wenn ihr mal was absahen wollt, dann habt ihr auf Malz und Gerste einfach eine höhere Chance, was abzusahen. So, dann beeilen wir uns. So, ich glaube, die Taratiat, kenn ich doch, aus dem Forum. Der schreibt da immer ganz viel im Forum. So, dann können wir mal gucken. Taratia, du kriegst jetzt auch was. Stell ich denn das hin, dass du das siehst? Taratia, hier ist ja alles voll mit Kisten. Schau mal hier eine hin. Sneaky Peaky. Taratia wird das gar nicht merken. Vom Santa, oh, Santa Horst. Wie kann man sich eigentlich so oft verschreiben? So, und jetzt würde ich, weiß ich nicht. Guck mal, hier Weihnachtsleckereien sind auch noch ganz cool. Dann lasse ich dir mal Weihnachtsleckereien da. Der kriegt das nicht mit, das ist schön. Lass ich einfach mal hier so stehen. Vielleicht merkt er das erst in der Woche, das wäre auch witzig. Aber irgendwann wird das merken. Irgendwann wird er vorbeifliegen. So, und jetzt haben wir noch Fumiku. Hier ist ja auch alles voll mit Kisten. Hör mal, ihr macht mir das echt nicht einfach mit euren ganzen Kisten, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist denn das hier? Alter, warum ist denn nichts sortiert, ne? Ach du heilige Schnitzel. Vor allen Dingen, das raff ich ja jetzt gar nicht. Guck mal, gibt's hier oben? Guck mal, oben gibt's auch. Sehr schön. Wo wäre denn hier? Ich flieg schon mal. Ah ja, sehr schön. Wir haben uns gesehen. Das ist nämlich immer ganz gut, wenn die mich gesehen haben. Dann wissen die, dass ich schon mal einen Unfug treibe. Vom Santa Horst. So, ich spare mir jetzt das frohe Fest. Ich muss mich beeilen. So, Elfenwerkstatt gibt's für dich. Da sind auch Deko-Köpfe drin. Viel, viel Spaß damit, ne? Mit der Elfenwerkstatt. So, und dann haben wir jetzt hier noch den dritten. Das ist der Pinguin. Pinguin kriegt als dritter eingeschenkt vom Santa Horst. Vom Santa Horst. So, vom Santa Horst, was gibt's für dich? Du bist ja ein neuer Spieler. Du hast noch keinen Rang. Das heißt, du wirst dich wahrscheinlich über alles freuen. Nehmen wir mal hier an der Stelle, würde ich sagen, machen wir mal so eine schöne Kombi. Guck mal. Zwei Sammel-Items und ein Beacon. Ne, also das ist, ne, bevor jetzt einer sagt, das ist unfair, die anderen haben nur eins gekriegt. Das stimmt ja nicht. Ihr seht ja, da sind ganz viele Sachen drin. Immer. Also eins haben sie nicht gekriegt. Hier, Pingu, hallo. Du hast doch gerade, Pingu, guck doch da rein. Guck mal rein da. Das ist jetzt deins. Da. Oh, explodiert nicht die Kiste. Stell dir mal vor, ich stelle eine Kiste hin, wenn einer reinguckt, explodiert sie. So viel Spaß damit. Und, ah, das gibt's gar nicht. Hier sind nur drei Leute. Das ist ja super. Also, guck mal, alle drei kriegen was. Hier, bleib mal stehen. Hallo, hallo, hallo. Der hat es gar nicht gemerkt. Hallo. Hey. Sag mal, macht der damit Absicht? Hallo? Beachtest du mich jetzt bitte? So, bei mir gibt's jetzt keine Kiste. Du kriegst es jetzt einfach hingeworfen. Viel Spaß damit. Viel Spaß. So, Rumast. Jetzt sind mehr da. Okay, Rumast hat was bekommen. Jetzt sind sogar fünf Leute da. Moorcrafter. Der Moorcrafter. Das ist eigentlich kein Plot, aber das macht nichts. Moorcrafter, bitteschön. Hier. Nee, ich... Hallo? So. Ach so, wir sind hier am Spawn. Ich kann hier leider nichts droppen, Moorcrafter. Ich pack dir das mal ins Inventar. Machen wir das so. Moorcrafter, ich pack dir das mal ins Inventar. Warte mal, wo war nochmal die Hand? Da. Da ist die Hand. Sehr schön. So, Moorcrafter, du hast ja was bekommen von mir. Viel Spaß damit. Und der letzte in dieser Runde für heute... Ah, Rumast, nee, ich war schon bei dir. Das wäre unfair. Hellfox... Brauchst du mir nicht hinterher, das brauchen wir auch nicht. Aber Elisa. So, Elisa, du kriegst den Rest, den ich noch habe, würde ich sagen. Endportalrahmen, Toten of Undying und komm, noch ein Beacon oder so. Weil ist ja jetzt sonst Beacon noch und Moment, haben wir noch irgendwas Hübsches? Eine Kleinigkeit, ein Fisch oder so, habe ich gehört. Ein Fisch an Weihnachten. Die hier nur noch Mending. Kriegst noch Mending-Buch. Ist Mending, ne? Ja, Mending kriegst du auch noch, komm. So, Elisa, viel Spaß damit. Meine Freunde, es tut mir leid, dass die Folge jetzt so ein bisschen komisch gezwungen geklungen hat, aber wie gesagt, ich habe Bauchauer. Ich leg mich jetzt mal direkt mit der Wärmflasche hin und wir sehen uns auf jeden Fall später. Ich freue mich auf euch und danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.